Und als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Matthäus 2, 10. Hallo, liebe Schachfreunde. Heute beginnt es also ein bisschen ungewöhnlich mit einem Satz aus der Bibel. Und diese Schachaufgabe, ob man es glaubt oder nicht, hat etwas mit dem soeben gehörten Satz zu tun. Die Schachaufgabe bezieht sich sozusagen auf den 6. Januar. Und dann fragen wir mal die Schüler, welches christliche Fest feiern wir denn am 6. Januar? Heilige Drei Könige, habe ich etwas zaghaft gehört, das ist völlig richtig. Ja, wir wissen heutzutage, es waren wohl eher Sterndeuter, die aus dem Abendland wohl kamen und da einen Stern sahen. Wir sind der Meinung, es ist Jupiter und Saturn, eine besonders seltene Konstellation, die alle 850 Jahre etwa stattfindet. Und da sahen sie einen Stern, der für einen König stand, ja, und dann waren die ganz ergriffen und folgten also dem Stern. So, was diese Aufgabe jetzt, ja, der Kaspar? Wie hießen die drei Könige? Kaspar, Melchior und Balthasar, der Überlieferung nach, ob das aber stimmt, wissen wir nicht. So, und was diese Aufgabe nun damit zu tun hat, ist natürlich spannend, denn wir sagen, wo ist denn da was, ja? Es ist hier eine Aufgabe, die ich komponiert habe, Walz zieht und soll in zwei Zügen matt setzen. So, wer hat da eine Idee? Ist natürlich nicht so ganz einfach. In zwei Zügen setzt Weiß matt. Schwarz hat ja nicht so viele Steine. Wie könnte man da rangehen? So, einmal mal Vorschlag machen. Mag in zwei Züge. Boah, Timon hat die Idee, ja? Nein, nein. Nein, noch nicht, nein. Einfach mal gucken, dann sehen wir anhand der Lösung, ob wir weiterkommen. Bauer auf A4. Bauer A4 wäre ein Schach, aber den könnte man einfach wegnehmen. Und jetzt hat der König eigentlich hier relativ viele freie Felder. Also das ist ein bisschen raffinierter. Hi. Ja? Die Pferde. Ein Pferd könnte man ziehen. Ja. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd, ja, egal wo hinziehen, hier hin. Nein, nein, nein. Oder dahin, ja, ziehen wir mal dahin. Da. Aha, da haben wir hier Schach. Da, da. Aber der König könnte sowohl hier rauskommen, als auch hier rauskommen. Ja. Ja, aber, ja, vielleicht schon eine gewisse Idee. Nun, in der Tat ist es ein bisschen schwierig, weil alle weißen Felder, also diese weißen Felder, hier haben wir nicht mal Kontrolle. Wie wir die Kontrolle kriegen, ist ein bisschen schwierig. Ja, Timon? Ich meine, nein, Feld B4. Also nimmt er es einfach mit. Ja. Läufer? Nein, Pferd B4. Achso, nee, den könnte er einfach nach B4. Achso, würde ihm das Pferd zwar nehmen, aber er könnte jetzt sicherlich hier irgendwie rauskommen. Oder auch hier vielleicht rauskommen. Ja, will es nicht. Nun, man muss ein bisschen anders vorgehen. Man überlegt mal, naja, was wenn Schwarz ziehen würde, was würde er dann machen? Zum Beispiel, wenn er hier hinziehen würde, dann könnte man ihn sofort matt setzen. Ja. Ja, sag mal, ja. Nein, nein. Ja, da könnte man ihn sofort matt setzen. Mit dem Pferd. Mit dem Pferd, ja. Jetzt weiß sie. Wohin? Zwei also wir müssen diese beiden Felder unter Kontrolle kriegen. Nein, jetzt weiß sie. Mit den zwei. Aha. Nee, die Pferd kannst zu 4b. Nee, nicht hier, dann kommt er nicht C3. Hier raus. Hier oben, C7, da hat der Kaspar, ne? Also hier zum Beispiel. Ne? Dann C3 wollte ich dann auch. Nee, auch, nee, hier wäre gar kein Schach. Dann ist er kein Schach. Nein, aber wir wollen ihn mit Schuss zwingen. Ne? Als erstes auch, nee, wenn du ihn probierst zu zwingen, geht er in eine Richtung. Ah, okay. So, also das Problem ist, wenn er irgendwo hingehen würde, oder wenn er hier hingehen würde, dann könnten wir auch einzügig matt setzen. Jetzt müssen wir die beiden Felder unter Kontrolle kriegen. Mit dem Pferd C3. Jetzt. Genau, jetzt würde es gehen. Ja. So, das heißt, die Idee ist eigentlich, wir lassen den Schwarzen mal ziehen. Und dann hauen wir ihn ins volle rüber und setzen ihn matt. Also machen wir mit dem Bauer auf E2 irgendwas? Oder? Nee, weil dann kommt er hier und dann kriegt er hier das Feld. Okay. Also, welcher Stein wird als erstes ziehen? Die brauchen wir zum Matt setzen, den auch nicht.
Den haben wir ja schon, die stehen auch gut. Das Pferd? Nee. Nein. Nee. Den brauchen wir zum Matze. Den Pferd brauchen wir, um hier mal zu setzen, den brauchen wir, oder hier mal zu setzen, und den brauchen wir auch hier vielleicht, oder hier, ja. Also ziehen wir zuerst welchen Stein? Den König. Den König, ja. Ah, okay. Wo ziehen wir hin? Ich glaube, es kommen hier so mehrere Felder so in Betracht. E5. E5. So, ich mache mal diesen Zug. Gibt es einen Matt in einem Zug? Nee. Diese drei Felder kriegen wir nicht unter Kontrolle. Also gehen wir nach König, nicht nach E5. Gehen wir zu C7. C7? Mhm. Jetzt gehen wir hier hin. Jetzt müssen wir diese drei Felder unter Kontrolle kriegen. Ja. Und das geht nicht. Ja, wir haben keinen Stein, der alle drei abdeckt. Also C7 geht auch nicht. D7. D7. Ja, kommt aber das Gleiche. Ja. Weil jetzt müssen wir eigentlich auch diese drei Felder wieder unter Kontrolle kriegen. Der ist ungedeckt und die beiden Felder kann er ziehen. Geht also auch nicht. Also, ja? Telefonieren. Ja. Bauer A6. A6, dann nehme ich ja auch gleich den ganzen Deck oder so. Ne? Also, und der ist dann auch, wenn der wegzieht, ungedeckt. Nee, die müssen schon stehen. Also, König haben wir schon. Die Pferd C2. Nee, wenn das. Ja, 4B. Nee, dann können wir zum Beispiel, glaube ich, hier rauskommen, ja, und dann haben wir hier wieder die Felder und dann kommen wir hier nicht mehr weiter. Also da geht, glaube ich, nichts mehr. Nee, aber König ist schon richtig, ja. Läufer. Nein, König ist richtig. War nicht so schlecht? Ja. Dann König auf E6. E6 deckt er das Pferd. Deckt das Pferd? Ja. So, jetzt gehen wir mal die Züge durch. Der König kann hier hin. Dann ist wo? Schachmatt, das hatten wir schon vorhin. Mit dem Pferd auf B4. C7. C7. Genau. Wenn der König hier hingeht, dann hatten wir das, glaube ich, vorhin auch schon. Wo ist denn jetzt Matt? C3. C3. Das hat man vorhin schon gesagt. So. Wenn der König schließlich hier hingeht, müssen wir die beiden Felder unter Kontrolle kriegen. Ja. Webmaster nickt schon, ja, darf es auch sagen. Springer A3. Springer A3. Auch Schachmatt. Ja. Und wenn der König schließlich unendlich hier hingeht. Dann Pferd B4. Nein, dann kommt er wieder zurück. Wir müssen die beiden Felder in Kontrolle nehmen. Achso, D4. D4. Ja. Wenn man Schachmatt. So, das heißt, die Aufgabe ist also so, dass wir mit dem König hier einen Abwartezug machen. Und jetzt muss der König in alle vier Richtungen gehen. Er kann hierhin, 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 hierhin. Und das habe ich hier optisch so ein bisschen vorbereitet. Denn wenn ich das jetzt hier so mache, dann sehen wir also einen Stern. Der König vollführt mit seinen vier Zügen einen Stern. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang zum ersten Satz, den ich jetzt nochmal wiederhole. Und als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Es grüßt euch, Abwart.